Ach, wir werden hier total aufgehalten hier. Wir sollen aufhören, den Flickmuni Routen abzutrennen. Wenn wir den x-beliebigen Trainer hören, dann wäre Ratzfatz. Bestimmt hat der Ratzfatz. Ratzfatz? Mit Ratzfatz? Ratzfatz! So, nochmal richtig betont. Der Rocket Rübel mit einem Ratz. Ratfratz. Ah. Ratzfratz, Manns. Schatz. Platz. Tschum. Papum. Da haben wir getroffen. Energiefokus! Ist over 9000! Oh, und jetzt noch zu geben. Wahrscheinlich sogar ein Crit. Nee. Glück ist auf unserer Seite. Zwei Hiebe reichen aus. Ich will XP. Na, nur 85. Brauchen wir noch ein Pokémon für Level Up? Ein Zubat, kennen wir ja. Wir sind schneller. Wahrscheinlich kann man hier in der Höhle sogar einen Zubat finden. Jetzt würden wir unser Tempomacher gebrauchen können, unser Flickmon. Ich hoffe mal, dass wir jetzt einfach treffen, anstatt wieder diese Scheiße zu haben. Dritte Mal in Folge verwirrt und dritte Mal getroffen. Und wir kriegen Erstauner ins Gesicht. Einmal darf ich es noch versuchen. Und ich kritte mich auch noch. Das war, glaube ich, ein Crit, oder? Ich meine... Oh. Glöckchen können wir nehmen, Gigatz. Ja, komm. Gigatz werden wir wahrscheinlich in der Arena auch gebrauchen. Ja, Gigatz unser ersten zwei Arena-Kämpfe-Pokémon. Ach, jetzt Tackle. Ich hätte eigentlich Dings Steinhagel benutzen müssen, Steinwurf. Aber selbst Tackle reicht schon. Ja, sogar zweimal, ja. Gigatz ist awesome. Gigatz ist einfach stark. Gigatz, einfach stark. Schöner Werbeslogo. Meh. Steinwurf. Oh, da. Erstaunt. Es ist erstaunt, dass er jetzt einen Stein in die Fresse bekommt. Sehr schön. Meh. Sehr schön. Du bist zu stark. Bin ich zu stark, bist du zu schwach, würde ich sagen. Trank, natürlich für Osario. Nehmen wir sogar zwei? Ja, komm, wir können nachher wieder welche kaufen. Okay. Dann würde ich sagen... Gegen dich. Lance, das ist Lance. Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchte man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Rocket Lance! Die Raketenlanze! Vorstand Lance! Osario, du bist fast vorm Level Up. Verkack es nicht. Mach einfach einen Fünfer. Komm, gib mir einen Fünfer. Boah. Gute Defense mit dem Horten 2er und Super Schall. Geht daneben. Jetzt gib mir einen Fünfer. Osario. Osario. Fünfer. Come on. Ja. Yeah. Drei haben wir schon mal. Ja, wir haben sogar den Vierer. Und wir haben den... Bro-Man. Osario. Best B-Boy in the world. Wenn es drauf ankommt, ist es da. Plus 2 Angriff, plus 2 Initiative, plus 3 KP. Und es erlernt Energiefokus. Energiefokus steigt die Crit-Chance um 2 Stufen. Glaube ich. Ist in dem Fall... Ah, nimm mir weg, Fadenschuss weg. Ich mag keine Attacken, wo man den Gegner schwächt. Da nehme ich lieber Attacken, wo man mich verbessert. Deswegen lasse ich Härtner auch nochmal da. Weil wir eh so eine scheiß Verteidigung haben, könnte es eventuell mal sinnvoll sein. Jetzt kommt erstmal Smogon. Denn Smogon ist Smogon scheiße. Furienschlag. Oh Gott, ja, das hat eine gute Defense. Aber wir treffen. Viermal. Tackle von Smogon. Oh, kein Problem. 1. 2. Yeah, sehr schön. 3. Komm, nimm den. Leider nicht den Durchschnitt geschafft. Aber Gegner benutzt einen Tackle. Macht uns nichts aus. Selbst ein Crit würde uns nicht umbringen. Ha. Machen wir weiter. Komm, jetzt ein Vierer. 1. Ist ein Zweiter. Ah, nur 2. Okay, dann haben wir es aber jetzt geschafft. Rauchwolke
Verringert das unsere Genauigkeit? Es verringert, glaube ich, unsere Genauigkeit, ne? Macht sonst nichts. Jetzt treffen wir mal mit Furienschlag. Jawohl, und zwei Treffer haben wir garantiert. Somit haben wir auch diesen Kampf geschafft. Super Usario. Die Raketenlanze hat verloren. Und 293 KP. EP. Erfahrungspunkte. Sehr schön. Hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten. Und es ist einfach weitergegangen, ohne dass ich gedrückt habe. Er ist pisst, glaube ich. Ja, es stimmt. Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Und weg ist er. Bist du gut? Bist du in Ordnung, Flickmann? Kurt, bist du in Ordnung? Gute Arbeit, Xanax. Die Typen. Ja, Kurt hat wechselhafte Stimme. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meine Hüfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Yeah, ich muss nicht rausrennen. Yeah. Hallo, Xanax. Das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das verheißt nichts Gutes. Aber vergessen wir das fürs erste Mal. Du gefällst mir, Xanax. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anfertigen zu dürfen. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht da, aber ich hoffe, es hilft dir weiter. Ein Turboball. Nice. Hm. Hey, wie sehr hast du ein paar Aprikoguste mitgebracht? Na schön, dann mache ich mir mal eins verarbeiten. Hier, nimm mal die 2 schwarzen. Ich weiß zwar nicht, was daraus kommt, vielleicht Höhlenbälle, Dunkelheitsbälle, keine Ahnung. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikoguste zu verarbeiten. Komm also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee. Willst du vielleicht die Nummer von meinem Großvater? Ja, komm, Kurt. Kurt darf mich anrufen. Kurt ist Bro. Kurt ist Bro, Kurt ist live. Wenn du meinen Großvater mal anrufst, erzählt er dir bestimmt etwas was über die Aprikokos. Und tschüss. Bäh, wir sind immer noch vergiftet. Bäh, 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 bäh. Wir müssen ins Pokémon Center gehen, ganz wichtig. Bäh, bäh. Und das Gift ist dann einen Schritt vorm Pokémon Center auch weggegangen. Sehr schön. Also, unser Nono hat nur noch 1 KP gehabt. Ja, wir haben 5 Pokémon. Das ist doch schön. Und ein Ei. Ich blende das Ei oben rechts nicht ein, denn sobald es mal schlüpft, dann kann ich endlich das Ei freilassen. Zählt als geschenktes Pokémon, ich kriege wieder einen Next Point. Was ich natürlich möchte. Auch wenn es ein seltenes Pokémon ist, werde ich es freilassen. Und kriege aber nur ein EP, auch wenn es, wie gesagt, wirklich ein seltenes Pokémon ist. Kann ich helfen? Ja. Natürlich kannst du mir helfen. Gib mir ein paar Tränke. Man. So 10? Ja, warum nicht? Das finde ich gut. Hast du auch noch Supertränke? Ja, ah, sogar Supertränke. Nehme ich mal 2. Ja, 2 ist gut. Alles klar. Du hast auch noch Gegengift. Oh, Gegengift hätte ich gerne mal 3. Ja, 3. Alles gut. Ja. Paraheiler. Ich habe zwar einen Paraheiler, aber ich nehme gerne noch einen. Ja, einen Paraheiler nehme ich. Danke. Okay. Ja, mehr möchte ich auch gar nicht. Mehr Geld habe ich auch gar nicht. Aber eigentlich wollte ich noch was. Ja. Ich wollte noch was verkaufen. Ich habe da so ein paar Items, die ich gar nicht benutzen darf. Ich habe hier so einen X-Treffer. Den willst du bestimmt haben, oder? Sehr schön. Und sonst habe ich Ruheort als TM. Die ist doch bestimmt gut. Naja. Kann wahrscheinlich nicht mal jemand benutzen von meinem Pokémon. Wenn Flegmon Ruheort benutzen könnte, das wäre richtig geil. Kann sich schon die ganze Zeit selbst heilen. Kann irgendein Pokémon, ich will es einfach mal gucken, kann es irgendeiner benutzen? Ich kann es Osario beibringen. Stimmt. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Aber Osario ist jetzt Level 13. Ich werde mal gucken, wenn es ein bisschen besser wird. Heißt, Osario würde immer in meinem Team bleiben. Wenn es überlebt, weil ich Osario geil finde. Ich finde ein Bibo absolut cooles Pokémon, was ich immer mal trainieren wollte und deswegen wird es auch immer dabei bleiben. Und wenn ich aber jetzt sehe, dass, wenn es die Arena übersteht und dann vielleicht die Arena darauf auch übersteht, dann werde ich ihm vielleicht Ruheort beibringen. Einfach um ihn selbst, dass er sich selbst heilen kann. Ist, glaube ich, sehr gut. Vor allem 50% in einer Runde ist ja nicht wenig. Ne? 50% ist gar nicht wenig. Wenn man später so 100 KP hat, sind es 50. Einfach so, bam, zack, wieder da. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal
um die Arena. Und es ist eine Käfer-Pokémon-Arena. Jo, Käfer-Pokémon-Arena. Das heißt, unsere Pokémon vom Typ Gestein oder Flug oder Feuer wären im Vorteil. Wir haben ein Gestein-Pokémon, wir haben Gigatz. Damit werden wir wahrscheinlich auch gut durchkommen. Ich werde aber am Anfang jetzt erst noch mal ein bisschen mit Osario leveln. Wobei, will ich ihn noch leveln? Osario ist an sich ganz gut, weil er selbst A-Käfer ist. Und er hat eine normale Attacke und hat viel Attack. Er kann also auch viel Damage machen gegen andere Käfer-Pokémon. Ich werde mal gucken, dass ich mit Osario vielleicht noch Level 14 erreiche. Dann gehe ich auf Gigatz, damit er vielleicht Level 15 erreicht. Und schauen wir mal. Ich kenne auch das Arena-Team schon. Deswegen müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich nachher eine bestimmte Aufstellung mache am Anfang. Einfach nur, damit es nicht so blöd wird. Okay. Ah, du hast es also rausgefunden, wie man über Netze... Die klicken wir einfach weiter. Mit denen reden wir nicht. Das sind random Leute in der Arena. Da werden die Texte nicht vorgelesen. Der Jörg. Der Jörg hat einen Raupi. Ein Level 12 Raupi. Warum hast du es nicht in ein Smetbo entwickelt? Das möchte bestimmt ein Smetbo sein. Aber du verhinderst das. Weißt du eigentlich, wie sich so ein Raupi fühlt, wenn es immer eine Raupe bleibt? Ganz schön raupig. Raupi ist ein schönes Pokémon. Raupi ist wirklich ein süßes Pokémon. Ist euch übrigens mal aufgefallen, ein kurzer Fakt. Ich werde die Sachen sicherlich nicht hier einblenden, aber ihr könnt mal selbst danach googeln. Für mich als Laie, nein, nicht Moni als Laie, aber für mich macht es mehr Sinn. Vielleicht ist es auch so, dass es geplant war von Nintendo, aber sie es irgendwie verkackt haben. Dass sich Raupi in einen Safcon verwandelt, ja, oder entwickelt, aber sich ein Safcon dann eher in einen Omod entwickeln sollte. Omod ist die Weiterentwicklung von Blutzug. Weil sich ein Omod eher wie ein Raupi, weil die Ähnlichkeiten haben. Allein dieses V-Horn, was die oben haben, dieses T-Horn oder wie auch immer. So ein ähnliches Horn hat auch ein Omod, soweit ich weiß. Denn, ganz interessant ist, dass ein Blutzug, das hat so riesige rote Augen, wie ein Insekt halt. Das sind die gleichen Augen, gar nicht wahr. Die Augen hat nicht ein Smetbo, aber den Mund. Smetbo hat den gleichen Mund wie ein Blutzug. Und deswegen macht es für mich eher Sinn, als wenn die Pokémon vertauscht wurden. Die letzten Entwicklungen irgendwie. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Fakt. Gut, bei Honius ist klar, Stacheln, Vibor. Aber wie gesagt, guck mal nach. Blutzug, Omod, die Weiterentwicklung und Raupi, Safcon und Smetbo. Mal angucken. Übrigens noch ein kleiner Side-Fact. Eine ganze Zeit lang war Blutzug mein Lieblings-Pokémon. Früher in der ersten Generation. Mittlerweile nicht mehr so ganz, aber ich finde es immer noch cool. Also ich würde es definitiv trainieren, wenn ich es hätte. Also wenn wir irgendwann mal einen Run in der ersten Generation machen und ich finde einen Blutzug, wow, würde ich das aber ganz schön trainieren, du. Aber richtig, richtig trainieren, so richtig, richtig trainieren. Und nie entwickeln. So, das ist eine Ankündigung. Wenn ich irgendwann mal die erste Generation, also wahrscheinlich würde ich dann die dritte Generation nehmen, also Feuerrot oder Blattgrün würde ich spielen. Wenn ich das mal in der Nassau-Challenge spiele und wenn ich dann einen Blutzug hätte, würde ich es nie entwickeln. Das ist eine Ankündigung, die ich jetzt hier treffe. Egal, genug Smalltalk. Wobei, vielleicht wollt ihr es ja hören, weil ich mal so ein bisschen Smalltalk mache. Es passiert ja nicht viel, außer dass ich die ganze Zeit Furienschlag spamme, weil die Pokémon eh zu schwach sind, um mir gefährlich zu werden. Nice. Awesome. Level up. Level 14. Plus 2 Angriff. Sehr schön. Ich wollte gar nicht vorlesen, was da steht. Nee. So, wir müssen jetzt wieder zurück. Was lange dauert. Ja, das dauert lange. Und dann müssen wir hier links lang. Um dann in der Mitte zu kommen. Ihr habt das Rätsel wahrscheinlich mittlerweile durchschaut. Jedes Mal, wenn man auf eine Gabelung trifft, nimmt man diese automatisch. Aber geht immer weiter nach oben. Also man würde dann immer nach links wechseln oder rechts wechseln, aber immer nach oben. Ne, deswegen habe ich das so gemacht, wie ich es gemacht habe. Random Käfer-Pokémon-Guy, Pokémon-Trainer-Guy, interessiert uns nicht. Wir kämpfen und tun uns XP. Der Axel. Hallo Axel, ich grüße dich, Axel. Ich kenne privat einen Axel, deswegen sage ich das. Honliu Level 7. Wir machen Furienschlag natürlich. Natürlich.
Haben wir jetzt wirklich so viel mit einem Hit abgezogen? Nicht schlecht. Ach, aber XP kriegen wir nicht wirklich super viel. Kukuna. Da wird es ein bisschen kritischer mit der Verteidigung. Ja. Viermal getroffen. Härtner, das müssen wir wahrscheinlich in Dreier, müssen wir wahrscheinlich dreimal treffen, um es zu killen. Ich weiß nicht, ob ein Doppeltreffer rausreichen würde. Ah, gerade so. Gerade so. Sehr schön. Ah, schon wieder ein halbes Level. Oh, ein sogenanntes Mirror-Match. Rosario gegen Bibor. Bibor gegen Bibor quasi. Wir sind schneller. Und wir machen einen Volltreffer gleich zum Start. Sehr schön. Treffen sogar dreimal. Ach, nur dreimal. Furienschlag Konter. Mal sehen, was wir so aushalten gegen dieses Bibor. Nur zwei. Sehr schön. Wir sind schneller. Erster Angriff. Ja. 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 Sehr schön. Alright. 408 XP. Level up. Level 15 für Rosario. Rosario wird awesome. Drei, nur ein Attack. Zwei Initiative ist okay. 3 KP ist auch in Ordnung. Yeah. Level 15 schon. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar... Na, für die Arena macht es keinen Sinn. Ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt sage, ich gehe sogar auf Level 16, weil auf Level 16 lernt Rosario Duo-Nadel. Eine Käferattacke trifft zweimal, macht 25 Schaden pro Schlag. Heißt, man macht 50 Käferschaden durch Step 75, was schon okay ist für die Anfangslevel. Deswegen müssen wir unbedingt gucken, dass Rosario auf alle Fälle Level 16 wird, nach der Arena. Jetzt in der Arena gegen Käfer-Pokémon macht eine Käferattacke nicht wirklich viel Sinn. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, oder leveln wir noch mal ein bisschen Nono? Nee, Gigatz. Gigatz auf Level 15 leveln wäre, glaube ich, schon sehr gut. Ja. Ja. Gut. Dann müssen wir den Hebel hier benutzen, damit wir den Trainer oben rechts attackieren.